Jo, hallo und herzlich willkommen zurück. Es ist wieder hell. Die Burschen da unten, die machen schon wieder Randale bis zum geht nicht mehr. Und wir überlegen uns was Schönes. Was wir denn jetzt als nächstes machen? Ein formidabler Vorschlag wäre ja eigentlich schon mal die Tür aufzumachen und die erstmal zu vermöbeln hier, die fiesen Lurche. Ja, kommt ruhig alle ran hier. Muss nur aufpassen, dass mir gleich das Messerchen hier nicht kaputt geht. Ja, du hast dein eigenes Gammelfleisch mitgebracht. Das ist schön für dich, mein Freund. Hallo? Spinni, Spinni? Spinni, Spinni? Spinni, Spinni? Spinni, Spinni? Skeletti, Skeletti! Au, 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 au. Gut, dass da ein Zaun war, sonst wär's das jetzt gewesen hier mit der holden Fröhlichkeit. Da sind auch noch so zwei Burschen. Mal gucken, ob die hier rüberkommen wollen. Sieht aber beinahe so aus. Aber diese beiden Endermen, die da oben sind, die stören mich jetzt gerade ein bisschen. Da gehe ich lieber wieder hoch. Lüppel mir mal hier das Zeug da raus. Und da drüben das Korn ist auch schon wieder fertig. Hey, und der Kompost ist auch schon durchgearbeitet. Das ist ja schön. Hier noch ein bisschen Zeug für unterwegs zum Schnabulieren. Schnabulente, Schnabulente. Doink. Erstmal essen. Erstmal essen. Ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so das Produktivste, einfach so einen rohen Apfel zu essen. Aber naja, man gönnt sich ja sonst nichts. Das hier war doch falsches. Das war Sprunzewut. Sprunzewut wollen wir nicht. Da wollten wir Orkwut drin haben. Das sieht zwar nachher sowieso keiner mehr, aber man hat ja gerne seine Ordnung. Da ist einer durchgefallen, da müssen wir gleich mal wieder aufheben. Sind zwei durchgefallen, die müssen wir gleich mal wieder aufheben gehen. Boah, das hier drin ist auch schönes Holz. Jetzt habe ich das falsche Holz reingemacht. Probieren wir es einfach nochmal aus. So. Und auch noch diesen hier. Und dann gucken wir mal, was kurz die Vergrillung da drin sagt. Nachdem da wieder was fertig gewachsen ist. Das ist ja schön. Das funktioniert ja gerade echt am gutesten hier. So, wir hatten gesagt, das eine Ding wollten wir jetzt mal nicht als Feld weiter ausbauen, sondern wir wollten das durchsieben. So, apropos durchsieben. Wir haben Gammelfleisch. Das können wir mal ganz kurz eben hier reinschmeißen. Denn auch das kann man natürlich selbstverständlich einfach mal ein bisschen fröhlich vor sich hin verwackelt dingsbumselieren lassen. Und bevor wir das machen, holzen wir erstmal den Baum hier wieder weg. Nicht, dass wir irgendwie in der grünen Hülle landen, weil da so viele Schmöck hier machen. Ah, das war mein letzter Krug, sehe ich gerade. Hook. Hook, ich habe Gespräch, ne? Na gut, die letzten vier Stück, die können wir auch mit dem Würmchen hier raushauen. Da. Kein Sapling mehr? Sehr schade. Sehr, sehr schade. Müssen wir dann Möhrchen schmeißen hier rein, damit voll wird. 97% oder los geht das Kompostieren. Wir nehmen uns der Erde, schmeißen den in der Ding und dann sieben wir mal kurz durch. Und erhalten vier Steine. Diese vier Steine craften wir zusammen. Bekommen einen Cobblestone. Schön, den setzen wir dahin. Dann nehmen wir den Hammer und machen den erstmal kaputt. Bom! Dann haben wir Kies. Mit dem Gravel, Entschuldigung. Den Gravel tun wir rein und sieben ihn wieder durch. Und was bekommen wir da raus? Guck mal, einen Feuerstein. Und? Ein Sprutze sieht. Das ist ja noch viel schöner. Gut, der braucht noch ein bisschen. Der da sowieso. Ich weiß, wir haben das Baumehl in der Tasche, aber wir können ja nicht alles gleichzeitig machen. Die Vergrillung ist soweit abgeschlossen. Dann können wir jetzt die Hühnchen reinstecken und mal die ganzen gesammelten Lebensmittel hier reinstecken. Ist das schön, wenn man nicht ständig den Gev auf der Tasche sitzen hat, der einem die Taschen leer frisst. Manometer, alter Peter. Ist das fein. Was wir noch alles haben. Wir könnten ja auch mal ein paar Pumpkins anpflanzen oder Kotten vielleicht nochmal. Ich habe schon wieder vergessen, wie das... Melonensamen. Na, guck mal einer schau. Da freue ich mich jetzt aber drüber. So, da sortieren wir nochmal eben hier alles ein, damit das alles ein bisschen seine Ordentlichkeit hat. Pfeile kommen noch da drüben. Die Sticks auch einfach mal. So, die kommen dahin. Die Birken. Holz tun wir mal einfach dahin, genauso wie den Sprunze. Die Ork behalten wir, die formen wir gleich um. Die Tür tun wir mal dahin. Den Rubber tun wir mal zu dem anderen Rubberzeugs. Da, genau. Pfeile dahin. Boah, den Eimer tun wir auch mal dahin. Flint, mal da. Den können wir wieder hier hinpacken. So, im Prinzip sind wir jetzt ausgerüstet mit zwei Toastbroten.
Ich überlege gerade, ob wir gerade provisorisch irgendwie einen Bereich abtrennen können da unten. Mit so ein paar Blöcken. Das müsste eigentlich funktionieren. Wir haben auch eine Fackel, das könnte reichen. Wir probieren das mal gerade eben. Müssen halt nur ein bisschen aufpassen mit dem, mit den Endermen da unten. Also da sind zwei Stück, das ist jetzt nicht so geil. Das kann auch mal schief gehen, wenn man nicht aufpasst. Aber wir sind ja geschickt. Hoffe ich. Da kommt auch schon direkt der Creeper hier empfangen. Skelett kommt auch mal zum Tee vorbei. Jetzt ist da schon wieder ein Zombie gespawnt. Wie schön. Mit einer Mütze auf. Der ist halt sehr modebewusst auch. Ich glaube, der ist gerade oben gespawnt. Dann tun wir den mal eben oben verhauen. Natürlich ist er wieder unten. Macht man ja auch so. Die verkackeiern mich, glaube ich, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber jetzt sind die beiden oben. Dann könnte ich jetzt gerade mal hier anfangen, hier eben ein Separat zu zimmern. Ich habe einen Enderman-Kopf gekriegt. Das ist ja geil. Sowas wollte ich schon immer mal haben. So. Ich hoffe, das reicht jetzt gerade mal aus. Wir gehen noch mal ein bisschen mit dem Otto da weiterspielen. Diesmal hat er es nicht geschafft. Komm, du bist fällig, Alter. Ich krieg dich. So. Ja, ja, ja. Mach du mal schön weiter deine komischen Geräusche. Du bist doch sowieso schon weg. So. Mission erfolgreich abgeschlossen. Jetzt versuche ich noch mit den restlichen Steinen den Radius da unten so groß wie möglich zu bauen, wo nichts spawnen kann. Weil dieser Bereich ist halt noch recht eingeschränkt. Ich könnte, lassen wir das einfach mal so. Das müsste eigentlich schon funktionieren. Zumindest wenn wir das Bett ganz in die Ecke stellen. Außerdem wollen wir ja gleich mal eine Etage draufsetzen da oben. Das kann ja nicht Ewigkeiten so bleiben. Und dann sind wir ja auch schon wieder ein bisschen weiter weg von den Viechern. Dann geht das vielleicht auch schon. So, da ist noch eine fertige Zitrone, sehe ich gerade. Nehmen wir gerade mal mit. Genauso wie das Dingen. Genauso wie das Dingen. Und die Erde, was sagt die Erde? Oh, fertig der Dirt. Das ist ja schön. Da freut sich auch die Dörte. Ja, ich weiß, es wird immer schlechter. Ja, wir haben wieder ein paar Steinis gekriegt. Und die bringen wir nach Hause. Denn zu Hause haben wir noch einen Stein. Den nehme ich mit und mache mir daraus einen Stein. Und aus die Stein. Ich mache Kobbelstein. Und aus die Kobbelstein mache ich Dirt. Nein, Gravel. Entschuldigung, ich erzähle hier schon wieder totalen Quatsch. Und es wird schon wieder dunkel. Was ein Glück aber auch.
Ja, würde ich sagen, nochmal kurz eben durchsieben hier den Quatsch. Haben wir wieder was gekriegt, was wir vorher noch nicht hatten. Die Möhrchen nehmen wir hier mal eben kurz to go mit. Dann verschließen wir ordentlich die Türe. Machen uns lecker Abendbrot aus zwei Toastbroten. Und dann würde ich sagen, geht das auch schon ab in die Fiedel hier, ne? So, hab ich morgen. Jo, guten Morgen Welt, wir sind wieder da. Was wollten wir tun? Die Hühnchen sind mittlerweile fertig, die guten alten Chlorhühnchen. Dann tun wir doch mal den Sprunzewurf und so weiter da rein, dann kann das ein bisschen vor sich hin kochen. Die ganzen gesammelten Werke hier, die wir hier so haben, wie zum Beispiel den Zombie-Kopf und die beiden Enderman-Köpfe, worauf ich sehr stolz bin, by the way. Gammelfleisch tun wir mal dahin und die Knochen tun wir mal dahin und die Pfeile kommen woanders hin und was haben wir noch? Da, Fäden. Der Rest wird gleich versnackt oder erstmal gelagert. Ich würde sagen, erstmal lagern. So, dann haben wir ja hier. Oh Gott, wir haben ein Stack Möhrchen voll. Na, was ist denn da los? Sugarcanes noch. So. Und die Enderperle muss noch hier unten rein. Oh, und ich sehe gerade, wir könnten eigentlich hier nochmal den Raw Fish, könnten wir eigentlich auch nochmal kurz eben verkokelen. Denn so kann man den noch nicht essen hier. Geht doch nicht. Stellen Sie sich das denn vor, bitteschön. Ja, die Orkwoods machen wir nochmal eben kurz eben zur vernünftigen Orkwood Planks. Und dann geht es fröhlich mit der Axt nicht los, denn die Axt wollen wir vorher mal kurz eben reparieren. Mit dem einen guten Flint, den wir. Den einen guten Flint, den wir gekriegt haben. Ein Hoch auf mein Rechtsklickproblem, 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 ein Hoch. Oh, du und du. Dann haben wir doch schon eigentlich. Habe ich alle aufgesammelt? Ja, sicher haben wir das alles aufgesammelt. Was glauben denn Sie, was wir hier machen? Ist das zum reinen Vergnügen oder was? Ja, zum reinen Vergnügen, schön und gut. Das wollten wir einsortieren. Vielleicht haben wir endlich mal. Natürlich nicht. Warte mal, Broken Silver Ore. Haben wir das noch gar nicht? Ist ja krass. Hätte ich jetzt so gedacht. Gunpowder ist doch Mob Drop. Wieso ist denn der hier drin? Was haben wir so für verschiedene Ressourcen hier sind? Ey, da muss aber irgendwann muss aber einer durchblicken. Das ist schlimm. Gunpowder nach da. Bauen wir. Können wir in meine Tasche haben. Die 13 Stück, die versnacken wir gleich auch, würde ich sagen. Und wo wir gerade dabei sind, machen wir mal ganz kurz eben aus dem Sprunzending hier. Zwei Crooks. Unser allseits geliebtes Werkzeug. Da ist schon wieder was fertig. Habe ich jetzt gecheatet? Bin ich jetzt gerade über Wasser gelaufen? Und er rannte über das Wasser. Warum? Er konnte es. Wieso? Das wusste er selber nicht. Aber er tat es und es war gut. Ja, fröbeln wir mal weiter hier rum. Ja, wir sind wieder mal, wo der Gev gerade nicht dabei ist, sind wir wieder nur damit beschäftigt, Holz zu produzieren. Juhei! Aber immerhin kann er mir da nicht auf den Sack gehen. Hast du Holz für mich? Ich will Holz haben. Gib mir Holz. Ich mag Holz. Ja, mit der Axt hauen wir uns hier das Holz wieder weg. Und mit der Krug die Blätter, wie sich das gehört. Spannend. Oh, Apfel. Spannend. Oh, Holz. Spannend. Oh, Setzling. Spannend. So, kompostieren wir mal, wie nehmen wir es hier weiter. Habt ihr gesehen gerade, wie schnell die reingepackt hat? So, blablabla, blablabla. Ist nicht normal so. Soll nicht so. Ich lasse das jetzt einfach mal wachsen. Wir haben einen relativ großen Puffer. Oh, da unten ist ein Giant. Na, den schnecke ich mir nochmal eben. Hallo. Magst du nicht, ne? Angry Zombie. Angry Zombie ist tot. Hallo, kennst du mich? Ich bin dein Freund. Die Jacqueline bin ich. Komm, das Skelett lassen wir jetzt mal einfach da hinten Skelett sein. Können uns ja nicht um jeden Scheiß hier kümmern. Mann, ey. Aber ich muss sagen, die Zitrönchen und die. Also, was heißt jetzt Zitrönchen? Das hat sich schon wieder Quatsch hier. Die Möhrchen wachsen relativ gut. Da kann man sich jetzt nicht beschweren drüber. Oh, guck mal, was der Rubber Tree diesmal bringt.
Schön. Das gleiche wie immer. Und ich sag einfach mal, weil der Podcast rum ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.